Liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen bei unserer Ausstellung Freiheit bedeutet. Mein Name ist Tatjana Vlasova, ich bin Beraterin im Team Flüchtlings- und Integrationsberatung im Caritas-Zentrum Eversberg. Die Ausstellung, wie schon gesagt wurde, findet im Rahmen der Woche der Toleranz statt und wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Rahmen schon seit dritten Mal, glaube ich, teilnehmen dürfen. Wir sagen Danke an alle Frauen, die teilgenommen haben. Die sind alle unglaublich schön, die sind alle unglaublich unterschiedlich und sie haben wirklich ganz viel erzählt, was sie zum Thema Freiheit sagen können. Und leider den Rahmen der Ausstellung können nicht erlauben, nicht das alles zu zeigen, was es gesagt wurde, aber einige Ausschnitte haben wir schon gezeigt und bei der Ausstellung sieht ihr nicht nur die Bilder von Frauen, sondern auch Zitaten. Und wir haben das wie möglich anonym gemacht. Sie müssen keine Parallelen finden, aber sie müssen einfach wissen, dass die Zitaten zu Frauen gehören, die im Rahmen der Ausstellung teilgenommen haben. Und wir danken uns auch für die ganze Unterstützung, die wir im Rahmen der Ausstellung hatten von anderen Kolleginnen und Kollegen im Zentrum. Und natürlich alle Kooperationspartner, die bei der Woche der Toleranz mitmachen. Und wir wünschen Ihnen einfach viel Spaß beim Anschauen des Videos und kommen Sie bitte gern ins Zentrum. Wir freuen uns, Sie zu sehen und wir freuen uns, wenn Sie unsere Ausstellung sehen können. Mein Name ist Angela Rupp. Ich bin Sozialpädagogin bei der Beratungsstelle Frauennotruf in Ebersberg und ich vertrete unseren Verein Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg auch als Geschäftsführerin. Ich bedanke mich auch für die Einladung von der Caritas-Beratungsstelle, hier ein paar Worte zu sprechen zu dürfen. Es geht ja innerhalb der Wochen der Toleranz um eines der Schwerpunktthemen, nämlich die Frauen. Ich möchte gerne vorausschicken, dass ich mit dem Begriff Frauen alle weiblich gelesenen Personen meine und natürlich auch alle Frauen, die sich selber als Frauen definieren, also alle Personen. Ja, zunächst war die Frage bei uns groß, warum werden denn Frauen überhaupt bei den Wochen der Toleranz extra erwähnt? Wochen der Toleranz haben wir bisher als Angebot gesehen, auf Minderheiten nochmal aufmerksam zu machen, auf Randgruppen einzugehen. Und wir dachten uns, aha, Frauen sind doch keine Randgruppen und auch keine Minderheiten. Frauen sind emanzipiert und gleichberechtigt. Nach dem Gesetz haben wir alle in der Bundesrepublik die gleichen Menschenrechte, auf die wir uns berufen können. In unserem Land leben wir in Freiheit. Aber was bedeutet nun diese Freiheit für Frauen? Die Definition von Freiheit ist umfangreich, jedoch ist sie zu verdichten auf die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen verschiedenen, unterschiedlichen Möglichkeiten zu wählen und zu entscheiden. Jede Frau entscheidet also für sich alleine. Ich bin Diti Rajan, ich wohne in Grafing seit 5 Jahren, ich komme aus Indien. For me, a woman, true freedom is a day when she can walk on the street without afraid of to be attacked. Or as a mother, I don't need to worry about my daughter in her future when she wants to go outside without afraid at any time. That's a real freedom.
nochmal von mir. Mein Name ist Marlene Schworek. Ich darf auch Teil des Teams der Flüchtlings- und Integrationsberatung sein. Ich freue mich riesig, auch dieses Jahr Sie hier begrüßen zu dürfen bei der Caritas. Dieses Jahr dürfen wir Frauen ausstellen oder stellen wir Porträts von Frauen aus, die uns mit diesen Bildern ihre Sicht auf Freiheit darstellen. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, welche tollen Ausdrucksweisen auf diesen Bildern zur Geltung kommen. Und ich hoffe, dass auch Sie diese Ausstellung genießen können. Freiheit bedeutet für mich, ich sage, was ich will, ohne Druck, ohne Angst. Und mit Freiheit fühle ich mich stark und zum Beispiel, ich fühle meine Gefühle und ich sage, was ich will. Das ist Freiheit. Das bedeutet Freiheit für mich. Okay. Danke. Schön. Vielen, vielen Dank. Okay. Und danke. Danke für das Gespräch. Ausstellungsbesucherinnen, liebe Ausstellungsbesucher. Mein Name ist Martina Erfmann. Ich bin Fachdienstleiterin der Flüchtlings- und Integrationsberatung und der sozialen Beratung. Ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr wieder im Rahmen der Wochen der Toleranz eine Ausstellung bei uns im Haus haben. Unter dem Thema Freiheit bedeutet sind Porträts von Frauen mit Migrationshintergrund zu bewundern. Leider müssen wir auch dieses Jahr unsere Ausstellung online stattfinden lassen. Gerne können Sie aber zu uns in das Haus, in das Caritas-Zentrum in der Bahnhofstraße 1 kommen und sich die Bilder ganz persönlich anschauen. Wir bedanken uns ganz herzlich, insbesondere beim Katholischen Kreis Bildungswerk in Ebersberg und für alle anderen Kooperationspartner, die auch dieses Jahr wieder bei den Wochen der Toleranz teilnehmen.
basic freedom is. The woman would be freedom of opinion. We should be bring up the generation of girls who are not afraid to speak about their opinion in front of family or outside. Actually, we don't need a woman empowerment, but male empowerment. We have to teach young boys how to respect a woman rather than seeing us as an object. Male attitude and thought process need evolution. So we really need male empowerment. Yeah, that's it. Ich heiße Olga. Ich nehme bei der Ausstellung zum Thema Freiheit bedeutet teil. Freiheit bedeutet für mich, selber entscheiden, bestimmen und gestalten zu können, wie mein Leben aussieht.